War das? Möchtest du was erzählen zu diesem Gerät, an dem du da gerade sitzt? Ja, es ist eine klassische Autorennfahrsimulation, die 1994 das erste Mal in den Arcades aufgetreten ist. Das ist ein Arcade-Automat, wie man hier vielleicht sieht. Gab aber einige Heimumsetzungen, die wir uns eigentlich auch mal ein bisschen näher anschauen werden. Und das Interessante hieran ist zum Beispiel, also das Ding sieht heute grafisch ja noch, sagen wir mal, recht ansehnlich aus. Aber 1994 war das wirklich aufgrund der Technik, die da drum nutzt, also die Polygontechnik. Hier, guck mal, ich bin Erster! Ja! Er ja! Erster, er ist Erster! Ja! Hier, guck mal, der Senat. Ihr wollt aber doch jetzt wirklich keine 10 Runden noch fahren, oder? Natürlich nicht, nein, wir gehen jetzt rüber. Und dann werden wir uns natürlich noch die Ari schnappen, die uns bestimmt noch einiges zu den Daytonern erzählen kann, weil... Oh. Okay, Ari will Fehlinformationen korrigieren, ja. Dazu braucht sie ein Mikrofon. Okay, stimmt, das ist kein Autorennsimulation, das ist ein Jump'n'Run. Ja gut, dann gehen wir mal, komm. Oh, die Saturn-Version ist aber von... Nee, die... Okay. Alles klar, dann jetzt... Ach ja, Mann, oh. Mensch, jetzt bin ich mal so gut. Ah, ist ja gut. Ah, hui. Hallo, hallo. Hallo, hi. Wir sind hier. Es Guten Tag, hallo. Das ist auch ein Senat. Ja. Dem übergebe ich die Action Cam. Die Action Cam. Der Senat übergibt sich. Hoffentlich nicht in die Action Cam.